Ja, vielen lieben Dank für die Einleitung. Herr Menk hat ja gerade schon richtig gesagt, also es geht ja eigentlich das E-Rezept als Eintrittskarte in die digitale Apothekenwelt, hat er das gerade gesagt. Und genau das ist dann die Frage. Ist das die Eintrittskarte? Ist das automatisch ein Vorteil? Wie sind die Varianten, die wir da berücksichtigen müssen, wenn das E-Rezept dann kommt? Der Fahrplan für heute ist ja hier jetzt einmal zu sehen. Wir haben so ein bisschen das gegliedert in erstmal, wo sind wir, was könnte passieren, was sind die Sachen, die wir berücksichtigen müssen, was will der Patient eigentlich oder der Kunde, und wie können wir das in der Apotheke herausarbeiten, dass wir uns da möglichst wappnen für das, was da eventuell kommen mag. Ja, Szenarien. Szenarien Nummer 1 ist jetzt mittlerweile relativ unsicher, dass es kommt, so, aber ich denke, das E-Rezept wird eingeführt werden. Szenario Nummer 1 wäre natürlich, das Ganze passiert nicht. E-Rezept wird nicht eingeführt, die Gematik kommt nicht hinterher, es gab jetzt auch ein paar Pannen bei der TI in der Ärzteschaft und der Datenschutz haut nochmal mit großem Hammer drauf. Dann hätten wir immer noch die Papierform. Ich weiß nicht, ob das unbedingt das ist, was wir am Ende wollen können als Apotheke, weil Stillstand ist jetzt nicht unbedingt das, was wir in der Apothekerschaft seit ja, jeher eigentlich haben wollen. Die Vorortapotheken wären dann natürlich im eindeutigen Vorteil gegenüber den Versandapotheken, aber unrealistisch. Szenario 2. Wir hätten das E-Rezept im Frühjahr 2021 ungefähr, sage ich jetzt mal so, als plausible Variante. Ärzte und Patienten würden mitmachen, aber auch nur nach und nach. Herr Menk sagte vorhin schon, es ist meistens so, dass man das anspricht. Man kann per App bestellen, lieber Patient, guck dir das doch mal bitte an. Und der Patient selber sagt, ja, beim nächsten Mal. Und das muss dann erstmal einen gewissen Kreislauf durchlaufen, bis es dann auch wirklich benutzt wird und diese Skepsis durchbrochen wird. Das wäre natürlich bei den Online-Apotheken wieder ein gewisser Aufschwung, wenn nicht so Geschichten wie ProAvo denn es schaffen, uns eher in den Fokus der Öffentlichkeiten zu rücken. Aber wir hätten weiterhin den Trend, dass wir die 19.000 weiterhin unterschreiten und uns bei niedrigeren Apothekenzahlen bewegen würden. Szenario Nummer 3 wäre dann in dem Moment, wenn das E-Rezept 2021 eingeführt wird, also nicht im Frühjahr, wenn die Kinderkrankheiten ausgemerzt sind und die breite Masse dann positiv reagieren kann. Das heißt also, dass es wirklich gut angenommen wird. Natürlich die Älteren, die kein Smartphone haben, da noch nicht so ganz so doll mit drin sind, aber auch mit ins Boot geholt werden durch Enkel, durch Digitalisierung, die ja in allen Medien eigentlich breit zu bemerken ist. Die Investitionen für Ärzte und Apotheker werden ja durch die Krankenkassen ein wenig aufgefangen. Ich denke, dass das natürlich am Ende des Tages auch wieder ein Tropfen auf den heißen Stein ist und die Apothekerschaft am Ende draufzahlt. Aber wir wollen ja auch die neuen Medien nutzen und uns weiterentwickeln. Und insofern Weiterentwicklung ohne Investitionen ist eigentlich nie wirklich schaffbar. Die Online-Apotheken würden in dem Szenario dann eben noch weiteren Aufschwung als vorher schon bekommen. Und die Vorort-Apothekenanzahl würde rapide sinken, wenn wir uns nicht ordentlich positionieren. Aber ich denke, aufgrund der Inhaberstruktur, die wir auch in Deutschland haben, aufgrund der älteren Inhaberstruktur, ist es auch so, dass sich viele im Moment ja noch verwehren oder wir Beispiele haben von Apotheken, die immer noch im POR-System arbeiten und keine vernünftige Apothekensoftware benutzen. Ich denke, diese Tage wären dann tatsächlich auch gezählt, wenn es zu Szenario 3 kommt. Szenario 4 wäre dann die Dystopie. Das heißt, wir hätten das ganz, ganz, ganz schlimme Szenario, dass die Maklergeschichte ein wenig ausgehebelt wird, dass wir nicht das Maklerverbot oder das Makelungsverbot der Rezepte hinbekommen. Das heißt also, wenn die Szenerie sehr dunkel ist, der Arzt könnte direkt an die Online-Apotheke seiner Wahl senden. Man möchte da jetzt Sachen unterstellen, die da eventuell im Hintergrund laufen, aber das überlasse ich ihrer Fantasie. Und der Patient würde sein Paket nach Hause bekommen. Das heißt, wir hätten dann nur noch den Notdienst als Apotheke vor Ort und ja, die Apotheke vor Ort wäre dem Untergang geweiht, sage ich mal, außer kleine Kompetenzzentren. Ist zum Glück illegal, da freie Apothekenwahl im Moment. Apothekenketten und Kooperationen könnten das aufgrund von Kapitalstrukturen dann sicherlich bewältigen, aber die kleine Dorfapotheke, von der ich vorher schon sagte, hätte dann gar keine Chance mehr und würde definitiv aussterben. Schauen wir uns doch aber auf jeden Fall erstmal an, wie denn überhaupt die Bestellmöglichkeiten der Zukunft aussehen. Wir haben ja jetzt derzeit auch schon die Online-Bestellmöglichkeit. Es gibt auch viele Apotheken, die eine Homepage mit Vorreservierungsfunktion haben, was wie eine Online-Bestellung funktioniert. Es gibt Apps, die das Ganze auch schon mit der Verfügbarkeitsabfrage hinkriegen oder dann die Mobilität der jüngeren Generationen so auffangen, dass auch mit Aktionen und gewissen Couponing-Aktionen das Ganze schon sehr gut eingebunden ist, ist aber im Moment, zumindest hier oben im Nordosten der Republik, noch relativ wenig verbreitet und es sind leider nur Patienten, die man wirklich schon trimmt auf die App-Nutzung, die dann auch mitspielen.
Das E-Rezept würde das Ganze natürlich aufbrechen. Wir wären wesentlich dichter drin in der ganzen Variante, was dann natürlich dazu führen würde, dass wir es neu bearbeiten können. Sie haben die Folie gerade schon leider gesehen, weil ich müsste schnell klicken. Die Rezeptbearbeitung heute. Wir sind klassischerweise in dem Ablauf, den jeder eigentlich von uns kennt. Der Kunde kommt mit seinem Rezept in die Apotheke im Regelfall. Softwareseitig wird das Ganze verarbeitet. Ein Packzettel wird meistens gedruckt, wenn man sich das nicht so merken möchte oder es direkt aufs Rezept schon draufschreibt. Die Schubsäule wird aufgezogen, die Medikamente werden geholt. Falls was nicht da ist oder es eine Reservierung sein muss, die telefonisch kommt, wird es im Apo-Regal bereitgestellt. Der Apo-Beleg muss dazugelegt werden und sollte der Patient sofort da sein, kann man die beiden natürlich überspringen und wir hätten die sofortige Abgabe oder wir haben die Reservierungsfunktion genutzt und haben ein Abholregal in dem Sinne. Wenn wir das Ganze jetzt weiterdenken, Ihr Rezept morgen. Der Kunde ist entweder anwesend und scannt oder in diesem Fall, den wir jetzt hier uns angucken, ist es so, dass er sein E-Rezept in die Apotheke sendet. Die Warenwirtschaft verarbeitet es in irgendeiner Form, es ploppt auf, Achtung, eingegangene Bestellung, E-Rezept und dann haben wir den Fall, dass wir erstmal die Annahme bestätigen müssen. Ob da jetzt eine Verfügbarkeitsabfrage mit drin ist oder wie auch immer, das sei mal dahingestellt, aber wir müssen auf jeden Fall erstmal annehmen, dass wir dieses E-Rezept bearbeiten können und bedienen können. Selber Ablauf, wir drucken einen Packzettel, gehen zu unserer Schubschrankanlage, holen die Medikamente raus, hoffentlich sind sie dann da. Die Medikamente werden im Apo-Regal bereitgestellt und im Zweifel der häufigen Nutzung dieses E-Rezepts haben wir dann einen großen Andrang im Apo-Regal. Die meisten Apotheken haben oder versuchen ja schon über Maximalverfügbarkeit, um das zu schaffen, dass das Apo-Regal schön leer ist. Das wird das E-Rezept allerdings verändern, wenn häufiger was vorbestellt wird, wenn das Apo-Regal eine gewisse Breite dann brauchen wird und man da baulich eventuell ein bisschen schlecht aufgestellt wird, kann das zu Problemen führen. Und die Medikamente werden im letzten Schritt natürlich wieder vom Patienten überreicht. Ja, kommen wir mal zu den Arbeitsabläufen an sich. Warum ist das wichtig? Aufgrund der verschiedenen Bestellmöglichkeiten, die wir da so haben, muss man sich mit diesen Prozessen ordentlich auseinandersetzen und sich auch Zeit und Freiräume schaffen, um die zukünftigen Aufgaben da vernünftig bewältigen zu können. Welche Herausforderungen kommen auf mich zu? Das E-Rezept ist im Moment noch eine sehr große Variable, sag ich mal. Man weiß nicht genau, was da kommt. Ich kann mich nur auf das konzentrieren, was ich im Moment vor mir habe. Ich kann von da aus nur ableiten, was wird eventuell kommen, wie kann ich das Ganze schaffen, wie kann ich mich positionieren. Dafür muss ich genau wissen, wie ist denn mein Arbeitsablauf im Moment? Wo sind meine Engpässe? Wo habe ich eventuell noch nicht genügend Personal oder genügend Raum? Oder was kann ich im Moment sehen, was ich wann, wie und wo in der Apotheke mache? Und genau damit wollen wir uns jetzt im Folgenden dann beschäftigen, mit den Kapazitäten, die ich habe, die ich eventuell ausschöpfen oder besser ausschöpfen muss und wie mein Warenfluss ist. Das ist nämlich ganz, ganz, ganz erheblich. Ich sprach da schon an das Apo-Regal, was eine gewisse Größe vorhaben muss, die Backoffice-Arbeitsplätze und so weiter. Schauen wir uns das Ganze mal an und verlassen die Theorie und gehen mal über in die Praxis. Beispiel, meine Wenigkeit. Ich habe die Apotheke Anfang 2019 übernommen. Ich möchte jetzt nicht von einem Innovationsstau oder einem Investitionsstau sprechen, aber es war ein System, was Sie hier jetzt auch gerade gut erkennen können. Das heißt, Sie haben ein System von zwei Kühlschränken, die beide weit hinten im Backoffice sind. Zur Orientierung, ich habe hier den Wareneingang mal gemarkert durch die Wareneingangsschleuse, die dann auf dem Warentisch bearbeitet wird und dann weggeräumt wird in die Schubschrankanlagen, die Sie hier sehen, zweigeteilt, die Kühlschränke und ein Rollschranksystem, was als Übervorrat dient. Nun hat also der Warenausgang, das heißt, wo die Ware dann mit dem Patienten die Apotheke verlässt, der hier vorne zur Tür reinkommt, die große Thematik, dass der Bedienende am HV im Zweifel durch die komplette Apotheke laufen muss, sich mit den warenverbuchenden Mitarbeitern auch voll über den Weg läuft und das alles nicht so richtig schön funktioniert, man sich auf den Hacken steht und ich lange Wege habe, in jedem Fall. Das ist der Stand, den ich vorgefunden habe und habe mir dann überlegt, ich halte den Vortrag ja in Verbindung mit BD Rover, dass die Automatisierung von Vorgängen da eigentlich jetzt was ist, was dringend erforderlich wäre, um das Ganze zu entschlacken. Ich habe mich dazu entschieden, einen Rover VMAX zu installieren, den sehen Sie jetzt auf dieser Folie, und das Kühlschranksystem nicht in den Rover zu integrieren, sondern die Kühlschränke davor zu positionieren. Das heißt, die Kühlschränke in den direkteren Ablauf in das Front Office zu gliedern. Den Rover haben wir
ich sage mal, im Rahmen der Möglichkeiten der Apotheke maximiert. Das heißt also, er hat eine sehr hohe Höhe durch 3,52 Meter und kann deshalb 10.000 Packungen einlagern, die bei mir eine RX-Verfügbarkeit von über 90% realisieren können, ohne dass mein Warenlager explodiert, sondern dass ich durch Automatisierung, durch Digitalisierung, durch auch Zusammenarbeit mit meinem Softwareanbieter das so hinbekommen habe, dass das RX-Warenlager eigentlich der feste Bestandteil der Apotheke ist und ich mich auf die Verfügbarkeit schon im Vorfeld gestürzt habe, um das Ganze als USP etablieren zu können. Auf der Folie ist schön zu sehen, ist der Warenfluss ist immer noch, im Wareneingang ein wenig minimiert worden durch die Anlage der beiden Kühlschränke, die zusammenstehen, wo nicht mehr großartig gelaufen werden muss. Es muss natürlich ein Teil vom Hauptalphabet stehen geblieben für die Großpackungen, weil manche Packungen nur wirklich nicht in Rover reinpassen oder runde Packungen. Das Ganze ist mit den Ausgaben jetzt zwei Ausgaben für mein Front Office und eine Ausgabe für den Heimbearbeitungsplatz dann so realisiert worden, dass ich die Automatisierung so fahren konnte, dass ich alles, was Abholer sein sollten, was alles in den Rover rein kann, in den Rover auch reinfliegt, um einfach dann auch den Weg der Abgebenden vorne, Sie sehen das hier als blau, zu optimieren, dass er nicht lang ist, sondern möglichst kurz und möglichst effektiv gestrickt. Das heißt also, man tritt sich nicht auf die Füße, man hat die Möglichkeit, den Warenfluss zu optimieren. Ganz einfach. Jetzt natürlich auch die Frage, warum habe ich das gemacht? Am schönsten lässt sich das zeigen mit einer Studie aus Italien, wurde von einem unabhängigen Unternehmen gemacht über 15 Monate. Da wurden 200 Apotheken ausgewertet, 100 davon wurden mit einem Oberautomaten ausgestattet und es gab noch ein Interviewverfahren danach. Die Folie ist von BD Rover, ist aber auch durch IQVIA verifiziert. Und dort ist klar zu sehen, dass der Abverkauf oder der Warenkorb der Patienten sich um 5,4% erhöht hat in diesen 15 Monaten, weil einfach die Verfügbarkeit und der Sellout durch den Kommissionierer wesentlich besser performt hat als ohne. Das hat natürlich auch Kofaktoren. Klar, der Kommissionierer ist da nicht das Einzige, aber durch die Masse von 200 Apotheken kann man da schon gewisse Sachen ableiten, dass Automatisierung, soweit man sie machen kann, sich einfach rentiert und die Rentabilität da der ausschlaggebende Punkt ist, sich jetzt so zu positionieren, dass ich eventuell auch gewisse Puffer habe, um das, was da noch kommen mag, dann auch vernünftig zu machen. Das, was da noch kommen mag, ist nämlich das, worauf wir jetzt eingehen wollen, weil wir müssen uns ja an das volle Apo-Regal erinnern. Wenn jetzt das E-Rezept kommt, erscheint es in meiner Warenwirtschaft. Ich habe immer noch natürlich den Vorgang, dass ich das Ganze jetzt bestätigen muss. Ich kann das Ganze aber reservieren im Automaten. Das heißt, ich sage, ja, ich habe es da, alles klar, super. Und ich brauche die Packung aber nicht mehr anfassen. Das heißt, ich kann das voll digitalisiert so handhaben, dass das Ganze dann in meinem Kommissionierer eingelagert ist. Und mein Kommissionierer dann im Fall, der Patient steht vor mir und will es dann effektiv jetzt haben, dann auslagert. Das heißt, ich spare mir den kompletten Raussucheprogramm, ich spare mir das Management der Abholung, was schwierig wird im Sinne von, welche Abholung steht wie lange, welche Listen muss ich mir ausdrucken, um zu kontrollieren, was passiert, wenn die Packung da jetzt zu lange liegt. Denn auch solche Sachen wie Verfallmanagement und so weiter sind nur noch eine reine digitale Arbeit, indem der Kommissionierer mir sagt, pass mal auf, die und die Packung, die verfällt in dem und dem Zeitraum. Und dann habe ich nicht mehr meine Liste, die ich bearbeiten muss und durch die Apotheke wetze und die Packung einzeln raussuche und dann auch von meinen 50 Novaminsulfonen die Packung suche, die jetzt diesen Verfall hat, sondern ich drücke nur noch auf den Knopf und sage, bitte lager mir das an Auslagerungsstelle 1, 2, 3 oder hinten an der Warenpflege aus. Ja, und dann ist der Rover beschäftigt und holt mir meine Packungen raus, die dann verfallbedroht sind, in dem Sinne. Genauso ist das natürlich eine Analogie zu den Abholungen, die ich vorher im Automaten reserviert habe und die im Automaten warten, keinen zusätzlichen Platz irgendwo belegen oder dann automatisiert einfach auf jeden Fall dort sind, weil sie im Kommissionierer digital und eine Maschine verwaltet einfach da liegen und es auch keine Verwirrung geben kann zwischen eventuell mal die Abholnummer nicht richtig gelesen. Das war jetzt eine 5 und nicht die 4 und dann wird die falsche Packung mitgegeben. Dieser Fehler wird dort ausgeschaltet. Es ist ja auch so, dass wir über die neuen Codes und das Secofarm-System bei den Packungen die Secofarm-Ausbuchung schon im Kommissionierer vornehmen lassen können. Das heißt, ich kann sogar den Fehler des Nicht-Auslesens des Secofarms eliminieren, weil der Kommissionierer ja weiß, welche Packung mit welchem Secofarm-Code eingebucht wurde. Die Schnittstellen funktionieren mittlerweile sehr gut. Es ist so, dass ich dem System blind vertrauen kann
und ja, Maschinenarbeit dann doch genauer am Ende des Tages leider ist. Ne? Erinnern wir uns nochmal an die Abholerbelege. Das fällt hier durch weg. Jetzt ist es immer so, wenn man über Kommissionierer spricht, ich kenne das aus dem persönlichen Umfeld, ist es immer eine Investitionsfrage. Und gerade wenn man eine Apotheke erworben hat und frisch vielleicht mit einem Investitionsstau konfrontiert wird, ist es ja nicht so, dass meistens sofort der Umbau drängt und man sofort wieder groß Kapital bewegen muss oder Kapital bewegen will, um den Umbau zu realisieren. Da ist es natürlich so, dass man sich freut, wenn man gewisse Partner hat, wo ganz groß steht jetzt hier das Thema Kommunikation, aber eigentlich das Wichtigste ist. Also es kommt am Ende darauf an, wie gehe ich mit dem Thema um und wie, in Anführungsstrichen, umtriebig bin ich dann auch mit der Situation. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ist es schön, wir haben über das Landesförderinstitut die Digitrans-Richtlinie und ich habe da sehr vertrauensvoll mit dem LFI zusammengearbeitet und das hinbekommen, dass wir eine Förderung für diesen Kommissionierautomaten im Rahmen der Digitalisierung bekommen haben. Auch ein anderes Projekt der digitalen Sichtwahl habe ich zusammen mit dem LFI realisieren können. Und man muss ganz ehrlich sagen, Kommunikation ist da der Weg. Ich wäre nie drauf gekommen, dass die Digitrans-Richtlinien zum Beispiel dafür gelten, sondern ich habe mich auf gewissen Plattformen rumgetrieben oder war bei der IHK und habe mir Vorträge angehört zur Europäischen Union, zu Strukturfonds, zu Digitrans-Richtlinien und so weiter und habe dann zusammen mit meinem Steuerberater angefangen zu rechnen, wie machen wir das, machen wir das so. Und dann ist es auch immer so, dass die Kommunikation da ganz wichtig ist, weil die Stolpersteine, die da in diesen Förderungsmöglichkeiten sind, sind immens. Wenn Sie beispielsweise sich mit dem Kommissionierer aussetzen, Sie vergleichen den Golmer mit dem Rover, Sie entscheiden sich dann für den Rover, die einzig richtige Entscheidung, und machen dann diesen Prozess der Bestellung schon fertig, dann haben Sie die komplette Förderung verloren. Weil eine Förderung in dem Sinne ist meistens ein a priori Geschäft, das Sie vorher abwickeln müssen. Das heißt, erst wenn die Förderung steht, der Förderungsantrag bewilligt ist, dann können Sie nachher in den Bestellvorgang übergehen. Wenn man das vorher nicht weiß und die Kommunikation da nicht gestimmt hat, dann war es das schon mit der Förderung. Und bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ist die Förderungsrichtlinie sehr spendabel und hat mich dann auch dazu bewogen, dann beides gleich auf einmal zu machen, die digitale Sichtwahl und den Kommissionierautomaten, um dann möglichst digital, automatisiert und schön weiterarbeiten zu können. Denn wir haben neue Anforderungen der Kunden. Ich habe das hier mal so ein bisschen aufgebrochen. Es ist nur noch bequem und schnell. Also wir kennen das selbst, wenn irgendwas bequem und schnell bestellt werden soll, sei es jetzt irgendein Kabel für den Computer oder das neue iPhone-Ladekabel oder sonst was. Amazon liefert hier mit Amazon Prime sehr, sehr schnell. Und wir machen es in der Kommunikation gegenüber dem Patienten falsch, zu sagen, warte mal, Same-Day-Delivery, das machen wir seit 25 Jahren ohne Probleme oder länger. Aber wir kommunizieren es nicht vernünftig. Also der Patient hat nicht das Bewusstsein, dass wir das können. Das heißt, da müssen wir auch eventuell von Ketten lernen oder von Amazon und auch mal Werbung schalten oder auch mal große A1-Flyer im Supermarkt aushängen oder auf anderen Plattformen werben, Facebook-Spielung, Instagram-Bespielung. Einfach die Werbung auch effektiv nutzen und die neuen Potenziale erschließen. Hohe Verfügbarkeit, sagte Herr Menk vorhin schon, ist eigentlich das, was im Moment die wichtigste Anforderung ist. Der Kunde geht dahin, wo es gleich ist. Und das ist auch das, was ich immer allen Kollegen nur raten kann. Die hohe Verfügbarkeit ist das, wo man im Moment mit punktet. Der Patient will es jetzt, bequem, schnell und gleich. Leider als dritte Stelle, für mich aber eigentlich immer noch die erste Stelle, ist natürlich die Arzneimittelsicherheit. Wir müssen vermitteln, dass wir vor Ort der Ansprechpartner sind. Man kann mir ins Gesicht gucken, während ich berate. Es ist nicht, dass ich irgendeine Hotline anrufe in Holland und der dann eventuell sagt, ja, nimm das mal nicht, aber ich nicht wirklich weiß, mit wem spreche ich da. Es geht also um Vertrauen, es geht um Persönlichkeit. Das müssen wir vor Ort leisten in der Beratungsfunktion. Und dann diese dritte Säule dem Kunden so bewusst machen, dass er auch weiß, dass diese ganzen Annehmlichkeiten auch eigentlich nur darauf fußen, dass wir vor Ort sind und uns engagieren für die Leute, ne, für die Patienten und für die Kunden. Ich sprach jetzt eben schon von diesen USPs, diesen Unique Selling Points, also das, was wir uns auszeichnet und wo man sagt, das ist etwas, was nur ich habe. Ich kann mich allein stellen. Ich habe ein Alleinstellungsmerkmal und kann mehr als
auch die Konkurrenz. Man muss natürlich auch immer dazu sagen, dass wir als Kaufleute ja auch ein Konkurrenzdenken haben. Das ist ganz natürlich. Es geht leider nicht nur um die pharmazeutische Beratung, sondern auch um das Kaufmännische. Und da ist es so, dass ich immer auch widersprechen muss, dass es nur um Preis und Verfügbarkeit geht. Es gibt ein Kundenklientel, was wir in der Apotheke auch haben wollen, das ein Einkaufserlebnis haben will. Das heißt, es möchte modern abgeholt werden. Es möchte direkt angesprochen werden, persönlich. Das muss aus einem Guss sein. Also der Patient muss sich wohlfühlen in der Apotheke. Es muss annehmbar aussehen. Es darf nicht veraltet aussehen. Und wenn es veraltet aussieht, muss ich das Ganze auch als Konzept fahren. Wenn ich eine schöne Schubschrankanlage habe, dann ist das okay. Aber dann muss ich die in Szene setzen. Ne? Wenn ich ein anderes Konzept fahren will, das Moderne, dann muss ich das auch visualisieren. Also ich muss mich besser aufstellen, digitale Sichtwahl, wie auf dieser Folie hier jetzt das Komplettprodukt der modernen Apotheke zu sehen. Und den Boten- und Versandservice, den brauche ich eventuell nicht, wenn ich die Vollverfügbarkeit habe, aber wenn ich ihn habe, muss ich ihn auch spielen. Und auch dieses, dass ich es sofort kann. Die meisten Patienten, die sind immer verwirrt, wenn man sagt, ich bestell's, das ist in 3 Stunden hier. Und dann ist die Frage, wie in 3 Stunden? Weil das Wort bestellen ist noch von früher konnotiert mit, das dauert, es kommt vielleicht im Laufe der Woche, Ende der Woche. Nein, unsere Struktur, unsere Logistikstruktur ist ja wesentlich leistungsfähiger. Und das müssen wir einfach auch rausarbeiten und uns als Apotheke positionieren, dass wir diese Same-Day-Delivery, dieses Ganze, wir sind schnell, wir haben maximale Verfügbarkeiten, wir haben Top-Technik und die Apotheker haben nicht umsonst Coca-Cola erfunden. Wir sind schon immer Innovationstreiber gewesen. Wir müssen das mehr spielen in meinem Blickpunkt und ich denke, die USPs sollten jedem Apotheker bewusst sein. Viel reden ist immer schön. Ich zeige Ihnen nochmal ganz kurz, wie ich das realisiert habe. Ich habe zum Beispiel ein neues Lichtkonzept gefahren in der Apotheke. Ich habe alles auf sehr strahlend helles Licht gepackt. Das heißt also 4000 Kelvin, dass jede Packung vorne leuchtet. Das ist nicht mehr so, dass Voltaren gelblich aussieht, sondern die strahlt in der Sichtwahl oder auch vorne die Freiwahlpackungen, wenn die weiß sind. Das muss strahlen. Und ich muss meine Vorteile auch bewerben. Jetzt hier zum Beispiel die Apps auf der digitalen Sichtwahl oder von Rover die digitale Sichtwahl, mit der man dann auch wirklich die Packungen selbst zusammenstellen kann auf der rechten Seite mit Allergie, mit schönen Hintergründen. Sie können dort auch dann nochmal den Botenservice oder die Same-Day-Delivery bewerben. Das Ganze ist voll modular, ist als Cloud-basiert, ist schon mit neuen Medien perfekt ausgestattet. Also das ist was, wo man sagt, Vorteile bewerben, moderne Eindrücke schaffen und in meinem Konzept jetzt mit Lichtkonzept und digitaler Sichtweise passt das eigentlich perfekt. Wenn wir jetzt mal noch in die Zukunft gucken, also ein bisschen weiter, ein kleines bisschen spucken, glaube ich, will ich jetzt nur noch einen kleinen Blick nach Belgien werfen. Wir haben im Moment durch das Apothekenstärkungsgesetz so einen gewissen Status, dass ich mich zum Beispiel, ich mich jetzt gerade mit unserer Aufsichtsbehörde damit beschaffe, ob sowas auch schon bei uns jetzt durchführbar ist. In Belgien ist das Ganze schon kein Problem. Da gibt es Abholterminals, das heißt gerade, wenn ich jetzt Corona in der Apotheke habe, also nicht bestätigte Fälle, sondern durch die Corona-Situation eine andere Umgangsform, dass ich dann sagen kann, lieber Patient, du hast die Beratung von mir schon genossen, du hast gesagt, du willst es aber selber abholen oder heute Nacht oder wie auch immer, dann gibt es Abholterminals, die an den Kommissionierer angeschlossen sind, die einfach nur noch auslagern und ich dann convenient für den Patienten 24 Stunden Verfügbarkeit seiner Abholung beispielsweise habe, wenn er nicht Versand oder Boote hat, weil er auf dem Schloss mit dem See drumherum fällt. Es ist also so, dass wir am Ende es selber in der Hand haben. Das heißt, Dystopie oder Utopie, wollen wir uns das alles ganz schwarz malen oder wollen wir sagen, ja, voran, neue Möglichkeiten, E-Rezept, Kommissionierer, Automatisierung, digitale Sichtwahl, wollen wir vorangehen? Und die Entscheidung, die fällt nicht irgendwo in Holland oder im Internet, sondern die entscheidet vor Ort bei Ihnen im Kopf. Vielen Dank. Ganz, ganz lieben Dank, Florian Köster. Udo Weller, du machst die Moderation weiter. Ich möchte allerdings ganz gerne vielleicht schon mal kurz darauf hinweisen, wer gleich mit Florian Köster, Udo Weller in den Breakout-Room gehen möchte, um vielleicht dann nochmal intern so ein paar Detailfragen zu stellen. Jetzt schon mal die Hand heben, damit ich das parallel vorbereiten kann. Dafür unten bitte, wenn es noch nicht geöffnet ist, auf den Teilnehmer-Button drücken. Dann öffnet sich auf der rechten Seite weiß die Teilnehmerliste. Und da haben wir ganz unten entsprechend das Feld Hand heben. Das bitte tun, damit wir euch entsprechend auch überleiten können. Udo Weller, vielleicht startest du erstmal. Eine Frage ist auch gleich dann auf jeden Fall noch zu stellen, aber du siehst sie mit Sicherheit auch im Chat. Ich übergebe dir gerne das Wort für eine kleine Moderations- und Diskussionsrunde noch.
Genau, ja, ich habe zwischenzeitlich bei YouTube auch geguckt, da kamen so ein, zwei Fragen, aber hier im Chat ist auch eine Frage, glaube ich, die beantwortet werden sollte, die interessant ist, wie kann ich sicherstellen, dass die Packung nicht zwischenzeitlich verkauft wird? Also wenn das E-Rezept oder wenn der Kunde was reserviert hat, dass die Packung dann quasi nicht schon abverkauft ist, wenn der Kunde in die Apotheke kommt. Also es ist natürlich so, dass der Computer hinter dem Commissioning-Automaten zu jeder Zeit weiß, wo welche Packung liegt. Und es ist dann so, dass diese Packung reserviert ist. Also es ist wie eine Reservierungsfunktion, als wenn sie sie rausgenommen hätten und woanders hingelegt werden. Aber sie ist halt im Commissionierer immer noch lagernd. Und der Computer weiß ganz genau, dass diese Packung jetzt nicht abverkauft werden kann, weil sie reserviert ist. Also das ist ganz einfach technisch zu lösen. Also so eine sehr simple Lösung. Also es kann auch keiner irgendwas aus einer Schublade einfach rausnehmen, sondern der ist halt im Automat reserviert. Man sieht's und von daher denke ich eine sehr simple und einfache Lösung. Was sehr interessant war, war die Ausführung zu den Förderungen, auch zum Thema Automat und Digitalisierung. Das ist, denke ich, ein Thema, wo man nachher nochmal im Breakout-Room ein bisschen drüber sprechen kann und bestimmt auch den Herrn Köster auch für die ein oder andere Sache ansprechen kann, weil er da Genau. sich gut mit beschäftigt hat. Bei YouTube habe ich noch gesehen, da kam es noch zum Thema Warenwirtschaftsschnittstelle. Herr Köster, Sie, welches Warenwirtschaftssystem nutzen Sie? Ixos, also ich arbeite mit Pharmatechnik sehr, sehr gut zusammen und muss sagen, das funktioniert sehr gut. Diese WBKS2-Schnittstelle ist das, ist vernünftig konfiguriert und hat eigentlich bislang noch keine Macken gehabt bei mir. Also da bin ich mit Pharmatechnik sehr, sehr glücklich. Und das funktioniert ja sowohl also mit Automat sowieso und mit der Sichtwahl ja jetzt auch. Von daher, aber da können Sie Ihre Erfahrung weitergeben, auch was beim Thema Sichtwahl ist, weil da ist auch die Schnittstelle erweitert worden. Ja, ist natürlich in der Beratungssituation schön. Ich habe häufiger den Fall, ich will ASS. Ja, welches ASS haben Sie denn? Na, die kleinen weißen Tabletten. Ja, super. Dann habe ich mir eine digitale Sichtwahlfolie praktisch gebastelt, wo alle meine ASS mit drauf sind. Und dann kann ich praktisch drauf tippen und kann sagen, das zeig mir mal bitte die ASS. Und dann wird die in einem 3D-Model als Packshot angezeigt, also von allen Seiten, wird auch gleich nochmal angezeigt. Die 50-Stück-Packung kostet das, die 100-Stück-Packung kostet das, du sparst so und so viel Prozent, wenn du die und die nimmst. Und dann drücke ich nur noch auf Auslagern und dann fällt mir die Packung praktisch raus und der Patient ist glücklich und hat sie vorher auch sich ordentlich angucken können. Ja, Ich würde super. gern vielleicht so zum Genau. Abschluss noch mal darauf hinweisen. Also es gibt bestimmt gute Detailfragen, gerade für die Breakout-Session, so fernab jetzt von der Bühne. Gerne noch mal überlegen, die Hand zu heben. Noch kann ich Leute dazuschalten, weil sobald ich hier den Button drücke, dann ist leider nichts mehr möglich. Also Hand heben, die Teilnehmerliste einmal unten über die schwarze Menüleiste aufmachen und dann den Button, der in der Regel unten ist, es sei denn, der Chat ist noch offen, dann rutscht es ein bisschen nach oben. Also einfach mal auf die weiße Leiste achten. Da ist ein Button Handheben. Und da sehe ich, da geht auch noch was hoch, damit ich dann entsprechend die Teilnehmer auch entsprechend zuordnen kann für die Breakout-Session. Da geht der Udo Weller noch mit über, der Florian Köster Genau. natürlich sowieso als Experte auch für das Thema. Und so eine abschließende Frage, vielleicht auch von meiner Seite noch, es lief jetzt mit Pharmatechnik, diese ganze Abholautomatik, aber wahrscheinlich, also ich weiß es von der Procas, da geht es auch, geht es mit Ja, allen denke ich. Warenwirtschaftssystemen, dass man das Abholregal in der Automatisierung entsprechend einlagern kann, weil es für die Zukunft, glaube ich, ein entscheidender Vorteil ja sein wird. Da muss ich tatsächlich an Herrn Weller abgeben. Also ich gehe davon Ja, okay. aus, weil das eine einfache Einstellungsfrage ist, ne? Also es ist Es auch ist nur, in der ja. Standardschnittstelle mit drin und funktioniert Okay. mit allen gängigen Warenwirtschaftssystemen. Also von daher, das ist zukunftssicher. Alle, die jetzt einen Rover-Automaten haben, die können auch an alle Warenwirtschaftssysteme so angebunden werden, dass auch die Waren im Automat für den Kunden reserviert sind. Ich werde im Tatsächlich, ich Nachhinein brauche kein übrigens. Zusatzmodul aus der Warenwirtschaft unbedingt dafür. Nein, Nein. nein. Ah, Ich okay. werd im Nachhinein auch die YouTube, also das wird ja aufgezeichnet, wenn da noch Genau. Kommentare sind, da bin ich auch aktiv. Da. Das werde ich Perfekt. alles noch 10:20 nachgucken. Uhr, wir haben ideales Timing Punktlandung. hingelegt. In Super. 5 Minuten geht es hier mit dem nächsten Slot weiter. Ganz, ganz vielen Dank für die wertvollen Impulse, auch Sehr schon in gerne. Richtung Zukunft und E-Rezept.